Hallo und herzlich willkommen bei Messerfieber. Ich bin's Ahmed vom Messerfieber. Ihr kennt mich bereits und heute stelle ich euch ein MIG-Messer von uns vor. Die MIG 3 nämlich. Wenn euch sowas interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns dann. Ciao, bis gleich. So Freunde, ich habe es hier bereits schon gesagt, das MIG-Messer heute, die MIG 3, ein Tiny sozusagen, ein kleines, schönes Backup-Messer, wunderschön gearbeitet, in einem Mikata, wie der Name schon sagt, MIG ist abgeleitet von den Griffschalen, die Mikata, Papier-Mikata-Griffschalen haben wir hier, wunderschön gearbeitet. Schauen wir mal, was die MIG so kann, hätte ich gesagt. Also, auf geht's, gleich den Schnitztest. Habe ich schon mal vorher. Oh, Freunde, das, also ich muss sagen, Wahnsinn. Ja, seht ihr das? Boah, ein Schnitzwunder hätte ich gesagt, ein Schnitzwunderwerk. Die MIG 3 gibt es übrigens in Rot-Schwarz, Blau-Schwarz und Gelb-Schwarz, wenn ich mich nicht täusche. Klar, der ist mir jetzt rausgerutscht, aber auch der Power Cut rückwärts. Boah. Brutales Teil. Wirklich rasiermesserscharf. Macht nur Spaß. Kann man fast gar nicht mehr aufhören, wenn man so ein Teil hat zum Schnitzen. Schöne spitze Klinge, so eine kleine, also die Form auch, schaut mal her. Schöne Klinge, schaut mal diese wunderschöne Klinge an, zeige ich euch mal. Wow, oder? Was für ein geniales Teil. Richtig schnieke, schöne Schneide auch. Also muss ich sagen, jetzt wo ich so nah bin, zeige ich euch das jetzt nochmal so. Wahnsinn. Das ist mal ein schneidfreudiges Teil, hätte ich gesagt. Ohne zu übertreiben, Wahnsinn. Also schnitzmäßig, super in der Hand liegt es auch vom Griff her, schön gearbeitet. Schöner Griff. Meine Handfläche hat hier von hier bis oben, von hier bis, also Handunterseite bis Handoberseite hier habe ich mal gemessen, so 10 cm knapp. Also von daher, 10er Hand, denke ich mal, ist super, liegt super in der Hand. Auch rückwärts, der Rückwärtsschnitt auch super. Lässt sich sehr, sehr gut damit schnitzen. Auch keine Jimpings. Dadurch natürlich, auch wenn man hier einen feineren Schnitt machen möchte, feiner arbeiten, besser kontrollieren das Ganze. Wahnsinn. Muss sagen, super. Also schnitzmäßig zum Schnitzen, einwandfrei geeignet. Rasiermesser scharf. Toll gemacht. Rote G10-Liner übrigens wurden hier verbaut. Bei dem blauen sind blaue und beim gelben, glaube ich, sind sogar gelbe. Ach Mann, Wahnsinn, Wahnsinn. Gut. Tolles Messer, also hier auch, habe ich ja gesagt, super zum Schnitzen, ist eine Fulltang-Klinge, Fulltang, heißt man kann mit der richtig auch mal, guck mal, seht ihr das jetzt, ich tue es jetzt mal hier wirklich dran salieren ein bisschen, oh. Schön raus die Spitze, mit der Spitze mal richtig werkeln. Und es funktioniert einwandfrei und die Spitze ist perfekt, nichts verbogen, nichts getan, tolles Teil. Das Material hier ist ein 4116er, Messerstahl ist auf 56 bis 58 Härterockwell gehärtet. Dadurch ja, ein schönes Ergebnis, muss ich wirklich sagen. Jetzt hole ich mir mal was zum Kloppen, muss ich hier mal reinhauen das Ding, auch auf den Griff auch ein bisschen. Boah.
auch mal richtig, richtig kloppen hier. Hauen wir mal senkrecht rein ein wenig. Ihr seht, ich mache hier richtig mal Schmackes drauf, um zu schauen, ob hier der Griff sich löst. Was tut? Nichts. Nichts passiert da, einwandfrei. Ich bin mega zufrieden mit dem MIG 3. 3,6 mm Materialstärke hier. Die Klinge hat hier, ja, das wird hier bestimmt hier oder da oder irgendwo eingeblendet, was die Klinge an Maß hat. Gesamtmaß, das ist auf jeden Fall ein 42A konformes Messer. Sehr schön gearbeitet. Ein tolles Teil. MIG 3. Bis jetzt, muss ich sagen, sehr schöne Ergebnisse. Schauen wir mal ein Stück Holz zum Batonieren, was wir da haben. Ja. Nicht mal das kleinste Zucken hier. Zack. Auch super. Mir macht das jetzt so viel Spaß, dass ich nur noch drauf kloppe. Ihr werdet euch denken, was macht der Mann? Wieso macht er das? Aber ich meine, das Ding hält's aus. Ne? Wunderbar gemacht. Die Klinge hier einwandfrei. Also tolles. Ich bin vollends begeistert, wie das sich bearbeiten lässt. Ich brauche jetzt noch mal ein schönes Stück noch mal zum Batonieren. Ein schönes, volles, ganzes Holz noch mal geholt hier. Schaut mal her, um zu schauen. Mal raus hier, Kamerad. So. Gucken wir mal, hier ist auch ein Ast drin und so. Boah. Jawohl. Ihr seht, ist halt natürlich eine kurze Klinge, aber es ist gespalten. Jetzt haue ich einfach hinten noch drauf und es geht einwandfrei durch. Boah. Jawohl. Ich zeige es euch jetzt mal und durch ist es. Durch ist es, zwei Teile, da war ein schöner Ast mit drin. Also top, top Geschichte, top Ergebnis. Die MIG 3, auch ein richtiges kleines Arbeitsmesser. Muss ich sagen, ich bin begeistert hier, ja. Der arbeitet und wie er arbeitet. Schauen wir mal, wie er beim Schnitzen ist. Boah. Also wer hier Löckchen machen möchte, schaut mal das hier an. Wahnsinn. Ich hoffe, das sieht man schön. Ich muss jetzt mal den Klopper hier. Wahnsinn. Schaut mal hier. Was für Löckchen. Das geht einfach so wunderbar. Wunderbar. Schön, schön, schön. Top. Auch hier wieder tolles Ergebnis. Auch bei den Löckchen. Wollt ihr mal sehen? Wollt ihr mal sehen, zeige ich mal auch hier in die Kamera. Wunderbar gemacht, oder? Ja, funktioniert auch sehr gut. Das Batonieren, überhaupt kein Akt nicht mit diesem Teil. Dann schauen wir mal, unser Seiltest. Unser Seiltest, schauen wir mal. Boah. Also ich muss sagen, da unten habe ich gerade alles raus, darum ist kein Hast mal, jetzt mache ich hier nochmal. Zack. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Schaut mal, Schnittbild. So mal fokussieren hier, was ist denn da los? Gut. Ist auf jeden Fall vorhanden. Dann müssen wir natürlich, wie soll es auch anders sein, wenn wir schon hier so viel schönen Seil da haben. Übrigens, Freunde, ja, ich weiß, zum Anreißen tut man sich leichter, wenn man zum Beispiel die Klinge hier reinhaut, ne, und es abzieht oder hier so drüber zieht und so weiter. Jeder hat seine eigene Technik beim Einreißen vom, ja. Ich sag's euch, ich brauche da nicht viel. Zack, und an ist es. Seht ihr das? Wunderbar. Also hier. Top Geschichte. Funktioniert auch. Das Anreißen
seht ihr mal, das ist wirklich toll. Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Wir haben es angerissen, wir haben batoniert, wir haben damit geschnitzt. Also das MIG 3, das MIG 03, ein Fazit, wenn ihr von mir haben wollt. Ein tolles kleines Bushcraft-Messer, womit man wirklich super arbeiten kann. Das 4116er hat 3,6 mm oder was. 42A-konform, Klinge auch wunderschön gemacht, finde ich. Tolle Klingenform, ein Arbeitsmesser durch und durch. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Wenn euch hier das Ganze natürlich gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal auch netterweise. Lasst uns hier einen Kommentar da, was ihr noch sehen wollt, was ich noch testen kann oder auch, wie auch immer. Ihr habt gesehen, ich nehme unsere Messer richtig ran, damit die einen oder anderen auch endlich mal sehen, was unsere Messer können. Wir wollen es ja auch zeigen, dass unsere Messer widerstandsfähig sind, wirklich auch mit zum Arbeiten ist und dass sie die Leute nicht im Stich lassen. Ja, dazu gibt es eine einfache, schöne Lederscheibe dazu, die die einen oder anderen auch nicht sehr gerne haben. Aber gut, die Lederscheiden sind schlicht gearbeitet. Sie halten, was sie halten sollen. Von daher finde ich es wirklich top. Das Messer schaut dann so aus in der Lederkombi. Auch schön gemacht. Mit einem Dengler dran. Also MIG 03. Wenn es euch gefällt, auf www.messerfieber.de zu finden oder bei unseren Live-Auktionen mittwochs, freitags, samstags und sonntags ab 21 Uhr direkt in den Live-Sendungen reinkommen, reinschneien und sagen, hey Ahmed, hör zu, lass mich mal hier diesen MIG 3 genauer sehen, da haben wir auch Nahkameras und da könnt ihr direkt das Ganze auch anschauen. Ich freue mich, Freunde, dass ich euch wieder mal was Schönes zeigen konnte. Wenn euch das gefallen hat, wie schon gesagt, kommentiert, Abo und so weiter und so weiter. Alles, was den Algorithmus Freude macht, macht es auch. Ich wünsche euch noch alles Gute. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Ciao, ciao.